was ist denn? Du wirst das wegrammen, da schaut sich aus wie auf einer Baustelle. Führen wir das aus, da, ganz rasch. Ich war ja Baustellenleiter beim Business in der Baustelle, war ich ja. Der Schreinmeister ist mit dem Bagger im Vorzimmer alle gefahren. Das war ein Fanatiker, der hat sich mit der Hilti niedergelegt. Bitte endlich haben wir die Hilti angedeckt gehabt, hat es 14 Tage durchgerenkt. Frage ich, wo ist denn die Plane? Im Auto. Na, da ist aber gut aufgekommen. Könnt ihr es holen? Es renkt ja. Bam, kann durchgeladen, schon war angedeckt. Klar was. Hat aber nichts mehr genutzt, weil die Maurer haben sich jetzt über den Siegerschacht zu betoniert. Dass er nicht nass wird. Gut, ich meine, wenn ein Maurer was angreift, macht er sowieso immer einen Fehler. Sein größter Fehler ist ja, dass er was angreift. Manche gehören neu betoniert, dass nichts mehr angreifen. Wir haben einen Maurer gehabt, aber die meiste Zeit so fett, beim Anwerfen die Mauer nicht einmal getroffen, verstehst? Den keinen einzigen guten Maurer kennen kann. Da wird ein Architekt, so gut, was mir regt. Unsere hat uns eine Betonstängertrade eingebaut mit unterschiedlich hohen Stufen, da war nicht einmal der Bumm davon aufgekommen, verstehst? Der Installateur hat die Fußbodenheizung so heiß eingestellt, wenn du bloßflüssig drüber gehst, bleibst du halt bicken, ist ja Wahnsinn. Eine Heizung von Vogel und Not, im Winter sagst du einen Vogel, im Sommer holst du einen Tod. Ne? Alle Leitungen ganz schlecht isoliert, traust das Wasser auf, geht's Licht aus. Na ja, gut. Schuld sind die polnischen Elektriker. Steh vor der Mauer, frage ich ihm, wo ist denn da die Erden? Geht ein Garten aus, holt einen Kiebelverein und lädt man unter Steckdosen, ist ja Wahnsinn. Wenn ich nicht aufpasse, rennt die halbe hinten auf Starkstrom. Einmal das Licht auf dran, kannst du einen Kredit aufnehmen. Das ist ja ein Fliesenleger. Sag ich, Alter, das ist kein Fund, das ist eine Bundesstraße. Magst du bei mir? Ich glaub, du bist in den Wechseljahren, also, solltest du meinen Beruf wechseln. Ne? Biegt alles schief auf und lässt es fallen, hast beim 100 Wasser gelernt. Ne? In der Hochdecker, nicht frage ich noch, was decken Sie privat? Hat er meine Augen schon, bin ich im Alterkiebel gelegen. Ne? Unfreundlich sind sie. Ne? Meine Estrich- und Putzfirma, die schrägen vier, hören sie. Die glauben heute noch ein Wasser, wo ich so ein Surfbrille ist, ja. Vom Zimmermann wollte man sagen, gemacht hat einmal Pyramiden. 90 Grad durchschrägen, so wie da keine Kapitel aufhängen, dann nehmen sie den Baumeister. Nach 6 Monaten ist dann endlich der Maler gekommen. Ne? Sag ich, heute darf man Fenster streichen in weiß, nur der hat das wörtlich genommen. Wenn ich nicht dazwischen springe, wie ein Milchglasl nebeneinander, dann ist es ja. Lassen Sie nämlich eine Kuchel von einem Tischler machen. Ja, das kann lang dauern, bis der ausgeliefert ist. Unter Umständen sind sie vorher gestorben, bevor sie es noch haben. Ne? Können sie dann gleich einen Sorg aus ihr machen. Ne? Liegst drin in der Regina-Kuchel mit Dunstabzugshaum, ne? Dass die Firmen gute Luft haben, ne? Wenn sie eine Reinigungsfirma haben, bitte aufpassen, weil sonst putzen sie dann mit dem Drahtwaschel im Paketboden. Weil sie glauben, das Holz muss aber, weil sie glauben, ein Teppich ist drunter, klar?